Mit Humor, Spannung und jede Menge Unterhaltung sorgt Rosenheim Korps seit 2002 für Begeisterung. Der Cast der Serie ist ein eingeschworenes Team. Einige von ihnen spielen schon mehrere Jahre in der Krimiserie mit. Nun stehen die Dreharbeiten der 22. Staffel an. Diese Rosenheim-Korps-Stars stehen wieder für die Sendung vor der Kamera. Ohne Kommissar Sven Hansen läuft nichts in Rosenheim. Seit 2009 ist Igor Jewtschik in dieser Rolle zu sehen und auch in Zukunft kann sich das Publikum auf ihn freuen. Er wird, genauso wie Dieter Fischer alias Anton Stadler, in der nächsten Staffel Kriminalfälle lösen. Sophie Melbinger ist ein neues Gesicht der Serie und erst seit 2022 als Kommissarin Birte Andresen mit dabei. Auch sie wird weiterhin in diese Rolle schlüpfen. Sozusagen ein Urgestein bei den Rosenheim-Korps ist Marisa Burger. Als Polizeisekretärin Miriam Stockel wirkt sie seit der ersten Folge mit. Ihr Standardsatz "Es gäbert a leicht" kommt jedes Mal vor. In Zukunft wird sich daran auch nichts ändern, denn auch sie ist laut OVB Heimatzeitungen beim Dreh dabei. Ebenfalls schon seit der ersten Folge in der Serie involviert ist Max Müller. Seine Figur ist Polizeihauptmeister Michi Mohr. Auf seine Präsenz müssen Fans in der neuen Staffel nicht verzichten. Er wird wieder wie gewohnt in der Krimisendung mitspielen. Stadträtin Marie Hofer, gespielt von Karin Thaler, gehört auch zu jenen, die schon seit 2002 einen festen Platz im Cast haben. Laut OVB Heimatzeitungen ist auch ihre Zusage für die 22. Staffel gesichert. Sefta Polat bekam 2021 die Rolle der Pathologin Ela Atay. Sie hat sich schnell in die Herzen des Publikums gespielt und wird weiterhin in Rosenheim-Korps zu sehen sein. Als Kriminaldirektor Gerd Achtziger kennt man Alexander Duda. In der Stammbesetzung ist er schon seit 2006. Sein Platz in der neuen Staffel ist fix und somit seine Zeit als Polizeichef noch lange nicht abgelaufen. Die Bar Times Square ist ein Fixpunkt für die Serienfiguren. Christian K. Schäffer spielt den Gastgeber Jo Kaspar und das schon seit 2006. In der legendären Bar werden die Rosenheim-Korps wohl auch in Zukunft zusammenkommen und ihren Feierabend ausklingen lassen. Eine kleinere Rolle hatte Sarah Tonig als Pförtnerin Christine Lange. Sie weist vielen im Kommissariat den Weg, so auch in Staffel 22. Ebenfalls bestätigt sind Ursula Maria Burkhardt alias Marianne Grasegger und Paul Bruser, der Daniel Donato spielt. Die Fans der Serie können aufatmen, denn die meisten Rosenheim-Korps-Stars bleiben ihnen erhalten.